Mein Name ist Jan Heist und ich bin Mechatroniker-Azubi im dritten Lehrjahr bei der Fraport AG. Als ich auf der Suche war nach einem Ausbildungsplatz, habe ich verschiedene große Firmen im Internet gesucht und bin dann auf Fraport gestoßen, weil sie mir die beste Perspektive gegeben haben, nach meiner Ausbildung mich noch weiterzubilden. Durchlaufen verschiedene Bereiche am Flughafen, Klimatechnik und Fahrzeugwerkstätten, und momentan bin ich bei der Grundwassersanierung. Man kann neben dem Mechatroniker auch noch zwei verschiedene Elektronikberufe erlernen. Das sind der Elektroniker für Betriebstechnik und der für Gebäudetechnik. Die Elektroniker für Betriebstechnik, die haben gerade ein Projekt, die bauen selber eine Ladestation für Elektrofahrzeuge in Eigenregie. Das erste Jahr sind wir komplett in der Ausbildungswerkstatt. Da haben wir zuerst die Metallgrundausbildung und die Elektroausbildung. Danach folgen dann Steuerungstechnik, da werden dann die Programme simuliert. Dann haben wir noch Hydraulikkurse, Pneumatikkurs, und dann folgt noch ein Schweißkurs. Und im zweiten und dritten Lehrjahr sind wir dann im Abteilungsdurchlauf. Also am besten hat mir die Abteilung der Fluggastbrücken gefallen, weil da das Spektrum des Mechatronikers voll gefordert wird, von Elektro bis Mechanik ist da alles dabei. Grundvoraussetzungen für eine Ausbildung bei Fraport sind ein sehr guter Hauptschulabschluss oder ein Realschulabschluss, Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Verantwortungsbewusstsein und gute Kenntnisse in Mathematik und Physik. Fraport garantiert nach der Ausbildung einen Übernahmevertrag von einem Jahr. Danach kann man dann hier noch seinen Techniker oder eine Meisterausbildung machen, und Fraport unterstützt einem auch dahingehend in den verschiedenen Abteilungen.